wir da mit offenen Armen aufnehmen. Laufzeit sind 2 Jahre. Wir haben, wie gesagt, in den ersten 2. gestartet. Wir haben wirklich die erste Auftaktveranstaltung am 6.2. Wir Fördergeber sind das Fondsbundes Österreich und Land Steiermark. Und die Zielgruppe sind sozusagen, wie wir alle, haben Nachbarn. Das heißt, man kann das sozusagen nicht, keine Nachbarschaft haben. Das heißt, alle Bewohnerinnen, die in Lieboch hier sind, das sind glaube ich knapp 5000 Personen inzwischen, und sollten ja noch mehr werden, habe ich gehört. Dazu zählen wir die Personen, die als Alteingesessene vielleicht bezeichnet werden können, also schon lange oder schon immer hier wohnen, Zugezogene, und in diese Gruppe haben wir auch mit hineingenommen, weil es einfach eine Gruppe ist, die häufig sonst auch vergessen wird, geflüchtete Menschen. Das ist mir aber ganz wichtig, dass es wirklich alle, für alle die Bocherinnen und die Bocher offen steht. Genauso werden wir mit Personen, die einfach schon zum Thema Nachbarschaft was machen oder die in Vereinen tätig sind oder die in dieser Form irgendwie einen Bezug haben zum Thema Nachbarschaft, arbeiten. Und wir möchten sozusagen diese Nachbarschaft wieder aktivieren, noch ein bisschen mehr drauf schauen wieder in Zukunft und schauen, dass da sozusagen jede und jeder, der da mitmacht, auch für sich profitieren. Wir sind zu dritt im Team, wir sind ein Kooperationsprojekt, sind also eine Person, die Frau Platschak ist von CEBA. Meine Kollegin, die Nina Kretschi kennen, vielleicht schon jemand, die ist die Begleitung der Personengemeinde, wird sich aber in Kürze leider wieder verabschieden aus dem Projekt, weil sie Nachwuchs bekommt, und daher wird wahrscheinlich ein erst in Zukunft dazukommen, da kann ich leiderweise noch nicht, wer das sein wird, wenn er nachkommt. Gut, was ist unser Ziel? Wir möchten das sogenannte Biergefühl, also dieses Gemeinschaftsgefühl, noch einmal stärken. Das heißt, die Kontakte untereinander noch stärken, dass einfach so dieses bisschen Zusammenrufen, könnte man auch sagen, wieder mehr gefokussiert hier in der Gemeinde, mehr noch wahrgenommen. Und wir möchten das erreichen, indem wir mit der Methode Community Organizing, das ist eine Bürgerbeteiligungsmethode, von der erzähle ich gleich noch was, mit den Bürgerinnen, also mit den Bewohnerinnen gemeinsam an ihren Anliegen arbeiten. Das heißt, gemeinsam etwas umzusetzen, bedeutet auch gleichzeitig, dass man in Kontakt kommt und dass man zusammenwächst, wenn man ein gemeinsames Projekt hat. Und das ist sozusagen das Ziel anhand dieser Methode. Was ist Community Organizing? Wir haben mit dieser Methode bereits in Kaffenberg die letzten 2 Jahre gearbeitet und das dort erlebt, wie gut das funktionieren kann, und das Beispiel erzähle ich Ihnen auch gleich. Das Community Organizing ist eine Methode, die aus den USA kommt, die eine Bürgerbeteiligungsmethode ist und die so aus mehreren Schritten besteht. Und die erste ist die, die Sie jetzt auch als erstes mal wahrscheinlich mitbekommen werden von uns. Es gibt am Anfang eine aktivierende Befragungsmethode, das heißt, dass wir mit möglichst vielen Personen aus möglichst unterschiedlichen Bereichen Gespräche führen und zuhören, was wünschen sie sich denn? Was haben sie für Ideen, was haben sie für Bereiche, wo es vielleicht gerade nicht so funktioniert, was gibt es denn für einen Bedarf sozusagen jetzt gerade in der Nachbarschaft? Alle Personen, die wir interviewen und überhaupt alle, die gerne daran teilnehmen möchten, laden wir dann zu einem Treffen ein. Da gibt es dann so etwas wie eine Versammlung, bei der wir gemeinsam abstimmen darüber, was wir denn von den vielen Themen, die wir dort gehört haben, umsetzen sollen. Das heißt, es wird von den Bürgerinnen und Bürgern, von allen, mit denen wir Gespräche führen, von allen, die das interessiert, gemeinsam entschieden, dieses Thema setzen wir jetzt um. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch ist man wirklich bei den Leuten. Und es ist nicht nur so, dass sie entscheiden, sondern wir fordern auch auf, dass sie mit umsetzen. Das heißt, es bilden sich dann Gruppen normalerweise. Und in diesen Gruppen wird dann gemeinsam an der Umsetzung gearbeitet. Das heißt, da wird dann nochmal in diesen Kleingruppen überlegt, was wollen wir genau wie, wie soll das ausschauen, was wir möchten, recherchieren, wen brauchen wir da, wer kann uns da unterstützen. Und das Ganze soll natürlich dann auch wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden und könnte sogar so ein oder so ein zweiter Kreislauf sozusagen hier. Das hängt einfach davon ab, wie groß das Projekt ist. Als Beispiel dazu habe ich Ihnen was in Kattenberg, da kommen wir ganz kurz zurück, danke, passiert ist. Wir haben mit 119 Personen in Kattenberg gesprochen. Wir hatten damals die Zielgruppe Familien mit kleinen Kindern, Schwangere und Familien mit kleinen Kindern. Wir haben gefragt, was braucht ihr, damit ihr gut leben könnt in Kattenberg?
entdeckt. Daraufhin haben sich 5 Schwerpunktthemen gebildet. Das war zum Beispiel, wir möchten gerne eine landschaftliche Umgebung, wir hätten gerne einen Treffpunkt, wir würden gerne besser wissen, wo eigentlich welche Angebote sind und so weiter. Haben dann bei einer Versammlung, wo wir alle wieder eingeladen haben, gemeinsam abgestimmt und da gab es dann 2 Gruppen, die sich gebildet haben. Und eine habe ich jetzt herausgenommen, das ist das Favozi, Familienwohnzimmer. Das ist am Ende entstanden. Das ist ein Treffpunkt geworden, der für Familien die Möglichkeit bietet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kleine Kinder in letzter Zeit gehabt hat. Die kennen das, wenn man so ganz klar, also am Anfang geht es ja noch, da kann man mit dem Kinderwagen überall hinfahren. Aber sobald sie anfangen, aktiv zu werden, ist es wirklich schwer, außerhalb sozusagen zu sein, in irgendeinem öffentlichen Raum, wenn es kalt ist. Wenn es warm ist, ist es super der Spielplatz und dann, wenn es kalt wird, wird es schwierig. Und sie haben gesagt, sie hätten so gern was, wo sie einfach rauskommen, mit anderen Leuten in Kontakt kommen, wo man als Mutter ein bisschen oder als Vater ein bisschen sitzen kann und sie untereinander unterhalten kann, ganz unkompliziert. Und die Kinder in einem Raum sind, wo es auch Angebot gibt, wo nichts passieren kann, wo sie sich selber beschäftigen. Und das ist im Endeffekt dann das Favozi, das Familienwohnzimmer geworden. Und es war wirklich so, dass also von der Grafik über den Namen, über wie dieser Raum ausschauen soll, über die Finanzierung, das haben wir mit der Gruppe gemeinsam erarbeitet und das wird total gut ankommen. Also das läuft jetzt seit einem Jahr, das Familienwohnzimmer. Und es ist wirklich immer voll unter Anführungsstrichen. Es wird auf nachfolgenden Generationen, weil man wächst ja relativ schnell aus der Kleinkindphase, total gut angenommen und genutzt. Hat einfach gezeigt, dass wenn man wirklich gut zuhört, was die Leute wünschen und mit ihnen gemeinsam daran arbeitet, dann vielleicht ist das auch was Langfristiges, was man verankern kann. Die Gemeinde war sehr dankbar darüber, einmal genau zu wissen, was eigentlich die Zielgruppe sie wünscht, was da eigentlich das Bedürfnis ist. Gell? Ja, das war es vom Prozess her. Das heißt, was haben wir jetzt in nächster Zeit vor? Wir möchten gerne diese aktivierenden Gespräche, nennen wir es, führen. Dafür haben wir uns vorgenommen, mindestens 80 Gespräche zu führen. Wir sind gerade dabei, Antrag zu verletzen. Bei anderen haben wir schon Gespräche geführt, haben Anfragen gestellt, ob wir einmal uns treffen können, das Projekt vorstellen und fragen, ob das sinnvoll wäre, zu kooperieren. Wir sind gerade dabei, jetzt auch, damit wir die Bürgerinnen und Bürger informieren können, eine Projektinformation zu entwickeln und möchten das dieses Mal über eine Postkarte machen. Das heißt, wir würden gerne vorne Fotos machen, wo wir verschiedene Nachbarschaftssituationen darstellen und dann hinten einladen, dass man sich bei uns melden kann, wer gerne was dazu beitragen möchte. Und versuchen jetzt ein bisschen sozusagen unter das Volk unter Anführungsstrichen zu kommen, dass man einfach ein bisschen was von uns weiß. Also, ich weiß, es dauert immer, bis dieser Projekt ankommt bei den Leuten und deswegen versuchen wir jetzt über verschiedene Medien, mit einer Facebook-Seite erstellen und so weiter, dass man einfach ein bisschen rauskommt, dass man langsam weiß, aha, Nachbarschaft, das habe ich schon mal irgendwo gehört. So. Ja, die aktivierenden Gespräche haben wir im Mai vor und sollte jemand von Ihnen, gehen wir davon aus, wir wohnen auch alle im Lübeck, oder? Ja. Muss das sein, ja? Dann bin ich so dran. Falls jemand von Ihnen Interesse hat, mit uns ein aktivierendes Gespräch zu führen, freue ich mich sehr. Meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse steht auf der Präsentation oben. Und ich glaube, das ist dann auch zugänglich für alle. Ja. Das ist ja mal im rasanten Tempo ganz komprimiert. Vielen Dank. Noch irgendeine Frage dazu? Dankeschön. Es gibt zwar weitere Vorteile, der eine ist mit Analysen stellen, mag gemeine vor, voraussichtlich haben wir keine Kosten. Und der zweite Punkt ist, dass wenn man nur um 10% Nachbarschaftsstreitigkeiten dadurch verhindern können, dann hat sich das schon ausgezahlt. Es dauert also eine längere Zeit. Das heißt, Ende Dezember? Ende Januar. 31.01.2020. Das ist wirklich ein Zeitraum, wo man gut arbeiten kann und wirklich das umsetzen. Das ist ja ganz wichtig. Dass man nicht nur eine Beschreibung macht, sondern es dann auch umsetzt. Danke. Dann darf ich jetzt nur bei der Beschlussfähigkeit noch ergänzen, weil es vielleicht vielen komisch vorkommt. Wir haben von ÖVP und SPÖ-Seite ein paar Abgänge aus dem Gemeinderat gehabt, wo der erste Tagesordnungspunkt nicht sein wird, dass wir ein neues Gemeinderatsmitglied angedoben dürfen. Und wir haben also ich darf den Herwegsorger entschuldigen aufgrund von Krankheit. Darf jetzt weitergehen zum Bericht des Bürgermeisters und da
darf ein paar Sachen euch erzählen. Punkt A, es ist gelungen, es war vorige Woche, ist mal ganz kurz heiß geworden, alle, die im Bauausschuss sitzen, wir haben auch gerade in der Gemeinderatssitzung, das haben wir das letzte Mal beschlossen, den Umbau gegenüber der Gemeindeeinfahrt am Hüllbach. Es ist mit den Grundstückseigentümern, wo es noch einmal verhandelt worden ist, es ist mit Straßenverwaltung und alles verhandelt worden. Und im letzten Moment, wie ich den Plan dann vorige Woche mir angeschaut habe, bin ich darauf gekommen, dass wir einen ganz wichtigen vergessen haben, nämlich unseren lieben Storch, der unser Nest nämlich mitten drinnen steht. Und wenn der mal da ist, dann wird es ganz schwer, irgendwas noch zu tun. Und dann war es wirklich ein einwöchiger Spießrutenlauf, bis wir eine Lösung gefunden haben. Gott sei Dank ist dann der Erfahrungsleiter noch etwas eingefallen. Und es ist heute bereits betoniert worden, die Säule. Das heißt, wenn man ein Stück hinüberschaut, wo die nächste Hauseinfahrt an diesem Rand, dort wird morgen um 9 Uhr der neue Mast aufgestellt und im Anschluss wird gemeinsam mit der Schneeweg, weil Land dürfen wir es nicht, weil ja dieses Kabel dann im Zuge der Baumaßnahme leer verlegt werden soll, auf das schwache Nest umgesiedelt und es geht sich noch aus, bevor er kommt, weil Gott sei Dank was Wetter bin, schief, also in den zeitlosen Heuer drauf und der Schlauch wollen wir natürlich nicht verzichten, das war sein, weil die sonst. Hätte man, glaube ich, eine große Demonstration vom Gemeinde abgehabt. Die hier, da haben wir schon wieder schräg gekriegt, weil der Storch war aus meiner Fassung. Hier kommt aber kein Storch mehr. Nein, da hat er nicht. Ja, wohl schon. Die. Achso, ich hab's schon. Und aus meinem Storch. Dann waren wir wieder nominiert, dank dem Jürgen, der den Roten Blitz eingereicht hat beim Zukunftsgemeinde-Jugendprojekt. Wir sind leider nicht unter die Top 3 gekommen, haben aber wieder eine Auszeichnung erhalten, dass wir uns beteiligt haben, als jugendfreundliche Gemeinde. Allen herzlichen Dank an alle, die am vorigen Samstag beim Frühjahrsputz trotz der widrigen Witterungsbedingungen mit teilgenommen haben. Es haben wir wieder einen ganzen LKW voll, einen ganzen Lademann voll Säcke haben wir zusammengesammelt. Ich habe auch schon die eine oder andere Anregung gekriegt, was man aufstellen könnte im Wald, damit die Leute vielleicht nicht so viel wegschmeißen. Dann ganz kurz zur Information, falls der eine oder andere angesprochen wird, in der Herzogstraße, die Johannstraße, weil dort ein bisschen eine Aufregung war, falls einer angesprochen worden ist, ob dort schon etwas gebaut wird, obwohl nicht umgewidmet ist und so weiter, dort ist nur ein bereits genehmigtes Rückhaltebecken, das, wo die Genehmigung abgelaufen wäre, jetzt fertiggestellt worden von demjenigen, der dort dem das Grundstück gehört. Das ist ein Projekt, das schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren genehmigt worden ist. Das heißt, das hat er nur jetzt umgesetzt, bevor die Genehmigung dafür erwischt. Dann das Rückhaltebecken Kohlgraben. Da haben wir vorige Woche ein gutes Gespräch gehabt mit den Grundstückseigentümern. Das ist also, die Unterschriften werden zurückgebracht. Es haben keine Fragen offen geblieben. Das heißt, wir wollen das heute im Frühjahr noch im Angriff nehmen. Die Fördermittel stehen bereit. Es ist alles genehmigt. Das heißt, wieder ein kleiner Beitrag, dass Lübach Hochwasser freier wird. Dann komme ich zum letzten Punkt, da es berichtet ist. Ich schaue, dass ich die Zeit wieder einhole, die ich geopfert habe fürs Zukunftsprojekt. Vielleicht können wir genau das können wir noch herzeigen. Das war jetzt eine, wir haben ja darüber gesprochen, dass man bei eines dieser roten Lübach-Grüßtafeln verabschiedet worden ist. Da haben wir von der Versicherung eine Summe bekommen und gesagt, wir können zumindest dabei eine Tafel nachbestellen und nachbauen. Und wir haben uns ja über ein neues Design, haben wir schon einmal gesprochen gehabt. Und die Wirtschaftshof hat das jetzt nachgebaut aus Papier, also das ist noch nicht fertig, das wird dann betoniert, das ist eine echte Stange, das haben sie in Originalgröße, damit man es einmal sieht, und das hätte ich euch gerne gezeigt, das soll quasi dann sukzessive ersetzen, diese roten Brechtafel, die wir jetzt schon sehr lange gehabt haben. Weil das ein bisschen modern ausschaut, das ist das Logo eingearbeitet, das vor ein paar Jahren kreiert worden ist, damit man das weiß, damit wir es... Das ist eins aus Orange, eins gelb, gleich wie das Logo der Marktgemeinde. Also das ist nur schlechte Farbe. Ja, das war der Grundstückprojekt. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich möchte ganz kurz, es ist ja für die eine oder andere weiß, der ehemalige Verteidigungsminister Klug, jetzt Prokurist der GKB und zuständig für Eisenbahnkreuzungen. Wir sind ja massiv betroffen und es ist ja ein ewiges Thema, quasi die Eisenbahnkreuzungsverordnung, wo ja nach dem Gesetz bis zu 50% sich die Gemeinde an Eisenbahnkreuzungen beteiligen muss, je nachdem wer im Vordergrund steht, für wen der Vorteil größer ist, Eisenbahn oder Gemeinde.
in unserem Volk glaube ich, dass es immer für die GKP ein größerer Vortrag ist. Über den Prozentsatz haben wir uns noch nicht geeinigt, aber es hat eine Besprechung gegeben und es gibt eine Idee, wie wir künftig die Eisenbahnkreuzungen wahrscheinlich lösen werden. Da muss man dazu wissen, dass die Eisenbahnkreuzungen, die als Kreuzung bestehen bleiben, in der Erhaltung relativ teuer sind. Das heißt, es muss bei uns jeder entweder belichtet bzw. bei uns wahrscheinlich jeder beschrankt werden. So eine Schrankenanlage kostet um die 400.000 Euro, ein bisschen mehr, und kostet im Jahr aber auch noch einmal um die 40.000 Euro an Erhaltungskosten und alle 20 Jahre ist sie komplett zu erneuern. Das heißt, eine ewige finanzielle Belastung. Das heißt, jede Eisenbahnkreuzung, die man wegbringt mit einer Unter- oder Überführung, ist zwar einmalig teurer, aber langfristig gesehen gute Investition. Und jetzt hat es verschiedene Vorschläge gegeben und ich möchte euch jetzt nicht vorenthalten, wie das Ganze funktioniert hat. Ich setze mich wieder hin, ich probiere es euch so zu erzählen. Und zwar, überblicksmäßig ist ja noch im Detail nichts ausverhandelt. Das heißt, da finden sich ja noch mehrere Besprechungen statt. Das Gute für uns, glaube ich, jetzt aber ist, dass es die GKP relativ eilig hat, weil es eher von uns weg, weil das Stellwerk da ist, erst die anderen aufschließen kann. Es ist in der Grundplanung drin, dass man zum Beispiel oben in Schadendorf eine Überführung macht, statt dieser zwei bestehenden Eisenbahnkreuzungen. Es ist